Hallöchen, ihr lieben Zuckerschnuden. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute begrüße ich euch zu einem Unboxing von Diamond Art Lab. Ein Bild, was ich mir da bestellt habe. Also ich habe mir nicht nur ein Bild bestellt. Ich hatte euch ja schon ein paar Mal angekündigt, dass ich mir schon mehrere Bilder wieder bestellt habe. Zwei Pakete sind das. Einmal sind es vier Bilder und einmal sind es, glaube ich, zwei Bilder. Aber ich komme irgendwie nicht hinterher mit Videodrehen. Und mich ärgert das halt, wenn halt immer diese Sonne hier reinscheint und dann ist das hier so dunkel. Und ja, ich habe aber auch leider keine andere Möglichkeit. Ich versuche das Beste daraus zu machen. Bitte entschuldigt, dass das eben so blöd ist jetzt. Aber ich versuche diese Videos, die Unboxings, immer mal so zwischendurch mit reinzuschieben, damit ich sie echt mal abdrehen kann. Und ich freue mich sehr, euch dieses Bild vorstellen zu können. Ihr habt es ja eh schon gelesen. Jo! Das ist die Lala. Seht ihr? Und jetzt sehen wir so nicht. Und so sehen wir es auch nicht. Und das ist überhaupt alles doof. Aber ihr wisst, wartet mal. Dann machen wir es halt so. Da ist die Lala. Ja. Wir haben 32,8 mal 35,9 cm. Es sind eckige Steine. Ich habe ja schon die liebe Po von den Teletubbies. Jetzt habe ich noch die Lala. Po war mit runden Steinen. Lala ist mit eckigen Steinen. Und wir werden das zusammen angucken. Bitte. Diesmal nicht, also wie das letzte Mal bitte, ja. Ihr wisst ja, ne? Nicht lachen, mich nicht auslachen. Ich liebe die Teletubbies und dazu stehe ich. Ja, ich habe auch Bettwäsche. Ja. Mich wundert immer nur, dass hier oben so ein Bibus drin ist. Wir machen das jetzt mal auf hier. Mal auf. Wir machen das mal auf. Wir machen das mal auf. So. Schieben wir das zur Seite. Da sehen wir sie noch mal ohne. Jetzt packen wir da, aber hier ist wirklich gut gepixelt. Ne? Ich meine, es ist ja nichts weiter dabei. Ne? Es ist ja einfach nur einmal in groß. Ordentlich eingepackt wieder. Mit Toolkit. Natürlich mit Toolkit. Kann man hier mal den Aufkleber. Den kleinen Aufkleber. Ich muss euch sagen, dass ich jetzt die ganzen Aufkleber, ich habe hier aufgeräumt ein bisschen bei mir hier, die ganzen Aufkleber tatsächlich an die Dinger hier geklebt habe, an die Kartons, an die Front. Außer halt die, ne? Das sehe ich ja, ne? Oder wie mein Tweety und so. Na, das mache ich da nicht dran. Das habe ich da nicht dran gemacht. Und das finde ich sehr gut. Also ich komme da echt gut klar. So, jetzt müssen wir mal gucken hier. Packen erstmal das Toolkit aus. Und ich glaube, einen schwarzen Stift mit Glitzer. Wir haben eine schwarze Diamond Art Clapping Sette. Ich finde die immer so schwer. Aber die sind gut, weil die so schön spitz sind. Wir haben auf jeden Fall ein 4er Aufsatz und ein 7er Aufsatz. Wir haben wieder die Zip-Beuteltütchen. Wir haben wieder ein Washi-Tape. Das habe ich noch nicht. Das hat Blümchen. Oh, sogar einen schwarzen Squishy. Wir haben Wachs. Ein Wachsherz mit zweimal dicken roten Wachsplättchen. Und wir haben einen Coverminder. Was haben wir denn da? Ah, guck mal, Heidi. Der ist für dich. Der wäre da was für dich, oder? Tulpen. Sie sofort, ja, wie manche so an mich denken, wenn es um Gnome geht, denke ich bei Tulpen sofort an unsere liebe Heidi. Sofort. Das wäre doch ein Toolkit für unsere Heidi gewesen. Oh ja. So. Achso, das weiße Schiffchen, ja, das habt ihr ja gesehen. Ne? Das weiße Schiffchen hat einen Schnabel und einen Verschluss. Kriege ich das ja gar nicht wieder richtig rein. So, jetzt werde ich mal das Bild auspacken und mit euch nach unten fokussieren, weil ich das ja wegen der Helligkeit gemacht habe, weil das so dunkel war. Wir haben es ja gar nicht dunkel. Ich rupfe das jetzt auf hier. Wir haben wieder diese Halbflauschi-Leinwand. Das gerenderte. Oh, ich freue mich. Das ist nicht niedlich. Oh Gott, ich drehe schon wieder völlig am Rad. Wir haben wieder das ganz normale Prospekt, das Thank You Prospekt mit Anleitung. Wir haben unser Stickersheet mit Start- und Enddatum, was ihr eintragen könnt. Habt ihr alles stehen. Größe, die Nummer, eckige Steine. Lala von By Wildbrain von den Teletubbies. Wir haben 14 Farben.
Und ich muss euch sagen, wir haben hier extra tolle Farben. Wir haben ja einmal ein K und zweimal ein Z. Das heißt, wir haben keine AB-Farben, weil die AB-Farben unter der 150 sind und da haben wir keine. Das heißt, wir haben 11 normale Farben, eine K-Farbe und zwei Z-Farben. Und das kann ich euch jetzt schon mitteilen. Auf der Verpackung steht drauf, wir haben zwei Ferrodust-Steine und ein Elektro-Diamond. Das heißt, ich vermute, das ist Metall. Und jetzt gucken wir uns mal. Wartet mal, ich tue das mal kurz einrollen hier. Das könnt ihr mit den Bildern machen von Diamond Art Club, weil die haben ja Flüssigkleber. Natürlich mache ich die Leinwand gleich noch ein bisschen besser drauf. Das machen wir dann kleiner. Aber erst so, oh, die 444 als Gelbton ist ja geil. Finde ich super. Echt klasse. Und das Rot ist die 666. 754 vermute ich, dass 754 ist die 5. Ah, das ist das, die Hautfarbe. Ja, passt. Oder? Wir haben das Rot drei volle. Wir haben zweimal Gelb voll. Wir haben ein wunderschönes Grün. Und das ist der ein Feridaststein. Das heißt, die grünen Punkte sind Feridast. Wartet, wartet, wartet. Seht ihr gleich. Also, jetzt. Wartet mal, vielleicht sehen wir das hier auf der Seite besser. Diese feine Schicht darüber. Ein bisschen seht das, ne? Ich hoffe, wenn wir das painten, dass wir das ein bisschen besser hinkriegen. Wir haben die, oh, Lila ist auch ein schönes Lila. Dann haben wir den Z-Stein. Den zweiten Z-Stein. Das ist auch so ein, ja, 743, ne? Das ist so Gelb-Orangeton. Ihr seht das ein bisschen, ne? Das ist ein feiner Feenstein. 741, ich liebe diese Farbe. 58, 38, 57 sind nochmal 2, 3 braun, 310, ganz wenig. Und hier haben wir den Metallic-Stein. Das ist ordentlich Metallic. 444, das heißt, der Metallic-Stein ist dieselbe Farbe wie unser Schul, also dieselbe Farbnuance wie das, ne? Und wir haben noch 38, 65, ganz wenig. Und hier hat sich ein Stein verirrt. Wir haben eckige Acrylsteine, die sind top, die Steine, da kann man sich überhaupt nicht beschweren. Ich bin da immer zufrieden. So, wenn wir jetzt einmal im Fokus fokussiert haben, dann gucken wir uns jetzt T, J und X. Naja, das X wissen wir ja hier. Na, das ist der grüne Feridast. Das J, der gelbe Feridast. Der ist hier oben lang. Auch sehr gut ausgewählt. Oh ja, das gefällt mir. Und was ich halt toll finde, ist, das ist ja wie bei meiner Lieblingsfirma aus Deutschland, dass das ja die gleiche Farbe ist. Nur halt. Ach nein, das war das ja gar nicht. Ach, jetzt quatsche ich in Kolle. Also das ist es noch nicht, aber fast. Das ist die 43 und das ist ja die 700, nee, die 444, das ist die 743. Und jetzt haben wir noch das T. In den Äuglein, einmal rundherum, nochmal rundherum. Oh, ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich. Ich freue mich wirklich. Und die Steine sind halt Harzsteine, da kann man die auch mit der Pinzette doppelt und dreifach nehmen. Und dann ist man auch schnell fertig, weil wir haben noch 14 Farben. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viel Depot hatte, aber einfach fantastisch. Ich freue mich. Ich würde jetzt mal noch die Folie richtig drauf machen. Ich schaue schnell meine Jahre. Ach nee, ich kann das ja auch mit dem hier machen. Man kann ja das auch so rausschieben. Da geht das genauso gut. Also ihr müsst die Folie nicht wirklich abziehen. Es sei denn, die ist euch zugeknickt. Aber ich schiebe das halt auch gerne so raus, die Luft. Na, das hilft genauso. Wenn man aber zu sehr Huckel hat, dann muss man aufpassen. Hier unten, der ist ganz schön gewesen, ganz schön dolle gewesen. Aber der hat sich auch rausstreifen lassen. Na, das ist jetzt auch glatt drauf, die Folie. Vorher war hier so eine, wie so eine Delle, ne, was ich euch schon mal gezeigt habe. Ist alles toll jetzt. Jo, meine Lala. Ich mache es jetzt trotzdem nochmal, es lässt mir keine Ruhe hier unten.
Nee, auch nicht anders. So, jetzt tun wir das ordentlich da rein. Versuchen das nicht zu knickern. So, jetzt haben wir hier überhaupt keine Luft mehr. Keine Luftblasen mehr. Nietzsche war alles weggerutscht. Rausgeschoben. Also ich freue mich sehr über das Bild. Wir haben hier echt fantastische Steine. Das sieht echt krass aus, wenn jetzt hier die Sonne hier reinfällt, oder? Auf das Bild. Man sieht da überhaupt nicht mehr das Bild. Das ist ja voll krass. Also ganz ehrlich. Wie stark die Sonne ist, oder? Aber wir haben hier wirklich wunderschöne Farben, muss ich sagen. Guckt euch doch mal dieses Gelb an. Ist das nicht herrlich? Warte, dich hole ich nochmal ran. Oh, so ein richtiges, schönes Sonnengelb. Und dann das mit dem Farbe, das Grün zusammen. Wie so eine Ampel. Ach, schön, freut mich. Das sind tolle Farben. Vor allen Dingen 310 hier, war so wenig. Wunderhübsch. Ihr Lieben, ich bin begeistert. Ich bin absolut begeistert. Es ist ein kleines Bild, es ist ein süßes Bild und trotzdem habt ihr alles dabei. Ne? Ihr habt den Sticker-Sheet, ihr habt den Sticker für den Karton, ihr habt das Prospekt, ihr habt die Steine, ihr habt das Toolkit, was wunderschönes. Also ich kann nichts dazu sagen und was ich auch nicht sagen kann, ist, ob es das Bild noch gibt. Ich werde es euch verlinken, auf jeden Fall hier unten, das mache ich immer. Werde bestimmt auch das Video verlinken, wo ich die Pro vorgestellt habe. Die habe ich ja schon länger da, weil die ja mein Liebling war und oder ist. Ja, und da könnt ihr das auch noch angucken, das Bild. Wie gesagt, die Lala hat eckige Steine, die Po hat runde Steine. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es auch etwas kitschig ist, aber ich freue mich. Ich freue mich wirklich. Und ich finde es ganz toll, dass Diamond Adler Blau das solche Figuren rausgebracht hat. Ne? Sei es die Teletubbies, sei es die Ghostbusters, egal was. Es ist so viel rausgekommen, was kleine Bilder sind. Und das finde ich toll. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Ich freue mich, dass ihr dabei wart und würde mich natürlich noch mehr freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es heißt, bei Mellys Painting-Ecke kommt ein neues Video. Macht's gut, tschüss!